Wenn ein Hund durch eine Erkrankung oder irgendeine Problematik an der Hintergliedmaße mehr Last nach vorne bringen muss, dann ist oft der Musculus deltoideus verspannt. Wo der liegt, was der tut und wie wir den entspannen können, das schauen wir uns heute mal an. Ich bin Claudia, Lerncoach und Dozentin für Tierphysiotherapie. Und heute geht es um die Muskulatur des Hundes, und zwar um einen speziellen Muskel, um den Deltamuskel, den Musculus deltoideus auf Latein. Ich habe ihn euch hier mal eingezeichnet in diesem Bäreton. Ja, und ihr seht schon, der hat zwei Köpfe bzw. zwei Bäuche und verläuft der Art. Mehr dazu gucken wir uns jetzt an. Die fachliche Bezeichnung habe ich euch letztlich gerade schon verraten. Es ist der Musculus deltoideus, um den es heute gehen soll. Übersetzt, ich mag es immer, wenn ich die Übersetzung von einem Muskel kenne, weil mir die in der Regel hilft. Aber bei Musculus deltoideus ist das echt schwer. Es kann entweder von Delta kommen im Sinne von Dreieck oder im Sinne von Veränderung, Differenz. Ist nicht ganz so, dass mir das jetzt Mords dabei hilft, mir diesen Muskelnamen zu merken. Aber Delta, dreieckförmig, da könnte ich noch mitgehen. Bei Veränderung, Differenz könnte man darauf schließen, dass es vielleicht darum geht, dass er wirklich auch einen großen Hub im Schultergelenk ausüben kann. Aber das soll jetzt mal gar nicht so wichtig sein. Wir wollen jetzt wissen, wie verläuft er denn? Es geht also jetzt um den Muskelverlauf. Schon am Hund gerade habt ihr gesehen, ja, es gibt zwei Muskelköpfe. Wir haben einmal einen Pars scapularis und einen Pars acromialis. Hier in diesem Grünton, das wäre also der Pars scapularis und hier in Beere der Pars acromialis. Ursprung stand hier zum einen an der Schulterblattgräte, an der Spina scapulae, aber auch am Acromion. Und inserieren, also wo setzt der Muskel an? Hier lateral am Humerus, und zwar an der Tuberositas deltoidea, also einer Rauigkeit deltoidea eben für den Deltamuskel. Innerviert, das schreiben wir auch einfach noch mit dazu, welcher Nerv innerviert denn diesen Muskel? Das ist der Nervus axillaris. Soweit also mal, und jetzt hier also der Pars scapularis und hier in Beere der Pars acromialis. Zwei Muskelköpfe bzw. zwei Muskelbäuche, einmal von der Schulterblattgräte kommend und hier vom Acromion, deswegen eben auch der Pars acromialis. Und sie inserieren aber gemeinsam hier an der Tuberositas deltoidea, die lateral am Humerus gelegen ist. Aufgepasst. Wir schauen es uns jetzt am Skelett an. Nochmal zur Erinnerung, wir haben einen gemeinsamen Ansatz an der Tuberositas deltoidea am Humerus. Wir haben einen längeren Teil, den Pars scapularis, und einen kürzeren Teil, den Pars acromialis. Wie das Ganze jetzt am Skelett aussieht, schauen wir uns an. Kommt mal mit. Ein Teil, ihr seht hier am Zeigefinger, hier haben wir einmal den Pars scapularis, der quasi losgeht von der Spina scapulae. Und hier am Acromion den Pars acromialis des Musculus deltoideus. Und gemeinsam setzen sie an hier an der Tuberositas deltoidea des Humerus. Was kann jetzt dieser Deltamuskel, dieser Musculus deltoideus? Er hat, auch das habe ich eingangs schon mal ganz kurz nebenbei erwähnt, eine Auswirkung auf das Schultergelenk. Und zwar ist es der Beuger des Schultergelenks. Was meine ich damit? Dass er einfach der wichtigste Beuger des Schultergelenks ist, der da einfach auch am stärksten ausgeprägt ist. Er kann aber auch eine Rotation im Schultergelenk bewirken, eine Außenrotation. Und auch eine Abduktion im Schultergelenk. Also wenn jetzt hier der innere Teil ist des Hundes sozusagen, ja, dann kann er auch eine Abduktion im Schultergelenk bewirken. Also dass der Femur, der Humerus, der Oberarmknochen nach außen dann gezogen wird. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, um einen Muskel zu unterstützen und zu behandeln. Ich habe euch hier jetzt mal zwei Tipps mitgebracht, die sich einfach auch sehr gut eignen für den Musculus deltoideus. Einmal ist es eine Streichung und das andere wäre eine Dehnung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der einfach sehr viel leisten muss, weil zum Beispiel eben die Hintergliedmaße nicht mehr so funktionieren kann und er mehr Last nach vorne bringt, dann wollen wir diesen Deltamuskel unterstützen. Was wäre eine Streichung? Wenn das hier jetzt der Muskel ist,
dann streichen wir im Faserverlauf. Ja? Also im Muskelfaserverlauf führen wir eine Streichung durch, um diesen Muskel einfach, diesen Tonus zu senken und da ein bisschen Länge reinzukriegen und um das Ganze zu entspannen. Das andere wäre die Dehnung. Das heißt also, wir machen mit dem Muskelbauch selber gar nichts, sondern wir nehmen Ursprung und Ansatz und entfernen die, ja, ihr habt mich komplett im Video, ich musste da gerade gucken, wir entfernen die weiter voneinander und dadurch wird diese Muskelfaser oder die Muskelfasern, ja, die ganzen Muskelbündel, werden dadurch in die Länge gezogen. Und wenn wir das eine ganze Weile halten, dann kann sich auch da wieder einfach eine Entspannung ergeben. Auch die Sensoren melden neue Informationen ans Rückenmark und eine Entspannung kann eintreten an diesem Musculus deltoideus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen echten Probanden mit dazu bewegen können, hier mitzumachen. Kleinen Moment. Kommst du? Ja, super. Komm mal her. Super. Wichtig, strecken. Sitzen. Prima. Gut. Komm mal her. Ja, prima. Und jetzt Achtung, das Ganze, alle beiden Tipps, wird nur ganz sanft ausgeübt. Fangt mit einer Streichung immer an, führt die wirklich sehr sanft aus, achtet immer auf die Reaktion des Tieres, also achtet darauf, was sagt der Hund letztlich zu dieser Behandlung. Wenn er das nicht mag, hört ihr sofort auf. Und auch wenn ihr euch unsicher seid in der Art der Ausführung, holt ihr euch Tipps entweder von eurem Tierarzt oder von einem ausgebildeten Hundephysio, damit ihr auch wirklich wisst, was ihr tut. Um es noch besser zu verstehen, was da eigentlich alles drinsteckt, geht es hier weiter mit dem Schultergelenk des Hundes.